Boah, die nächste Season in League of Legends. LEC in Europa, die wird cool. Da muss ich unbedingt zuschauen. Die nächste Season in der Profi League. Kein Aram. Oh yeah. Die Mutter einer Freundin von mir kam aus Vorarlberg und ich habe nie was verstanden. Ich kannte auch einen Vorarlberger. Schon lange keinen Kontakt mehr zu ihm. Der hat auch witzig gesprochen. Aber der hat sich schon an Wien angepasst. Also er ist aus Vorarlberg. Ist nach Wien gezogen. Der hat so ein bisschen sein Dialekt schon ein bisschen verloren. Also ab und zu ist was durchgekommen. Ich hatte mega Bock auf Trash und was ist? Er wird mir weggepickt. Skandalös. Skandalös, Michi. Wie können die das noch? Wie kannst du es wagen? Ja. Ich weiß bis heute nicht, was gstierscht heißt. Gstierscht? Gstierscht. Gstierscht. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. So. Aber ich werde jetzt ein Camp aufbauen. Ich werde ein Camp aufbauen. Es geht hier nicht. Weil Arthur muss unbedingt schlafen. Wegen dem Dead Eye. Er schlief bis zum Abend. Keine Ahnung, was das ist. Hab zwar mal gefragt, aber ich glaube, sie konnte es auch nicht erklären. Immer diese Sprachbarrieren. Okay. Im eigenen Land. Ja. Ich stell mir das in der Schweiz und in Belgien so heftig vor. Und auch in Südtirol. Da sprechen ja teilweise wirklich Leute andere Sprachen. Nicht nur Dialekt, sondern zum Beispiel Südtirol, Deutsch und Italienisch. Belgien, Holländisch und Französisch. Schweiz, Italienisch, Französisch und Deutsch. Die müssen für jede Gruppe irgendwie eigene TV-Sender haben und so. Das ist heftig, finde ich. Ah, gerade gegoogelt. Es heißt lieb oder herzig. Okay. Ich meine, für Leute, die aus den Ländern halt kommen, für die dürfte das eh wahrscheinlich normal sein. Aber ich kann es mir halt kaum vorstellen irgendwie. So im eigenen Land, dass sich Leute aus deinem eigenen Land nicht verstehen. Das ist irgendwie komisch. Aber ich find's faszinierend. Arthur, how you doing? Nervous? But I've been nervous for a while. I had a lot of time to think in that jail and I feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels, I don't know. Like he's stringing us along, I know. Killing in cold blood,
Revenge? We all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You could give something to Jack. It's that or... Well, I don't see no way out of this. Well, what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Help me with the rest of this. Die Kacke ist am Dampfen. Well, it looks like we finally found our calling in life. Let's ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath and plant the charges. I've already set up the detonator. Sure. Let's get this over with. You hear about Dutch in Cornwall? Yeah. This is what I'm talking about. More enemies? More chaos? I mean... We're about to blow up a bridge, for Christ's sake. Warum hat er das nicht genommen? Alright, stop. Here's good. We sure got a lot of this stuff. We'll need it. I'll climb down there, you lower the crates. All right. Let me know when you're ready. Got it. Ready when you are. I'm at the bottom of the ladder, here to your left. There's good. Lower it down. No, more to your right. Let's get moving here, Arthur. All right, take it slow. That's not something we want to drop. That's it. Nearly there. Okay, good. Grab the other one. Ich glaube, das wird ein mächtiges Badaboom. Ganz schön hoch hier. Okay. Mach's sehr. Grab yourself a bundle from the box. The bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. I sure hope this is enough to blow it. These are mine in charge. They ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. Better work.
Das wird ordentlich. Das wird richtig ordentlich. Ich finde die Mission richtig cool. Ist halt auch immer was anderes. Oh shit! Oh oh! Oh oh! Vergesst den Scheiß doch! Schnell, schnell, schnell! Oh mein Gott! Wie soll ich? Ja, ich mach doch. Wow. From the sauce scene out god. That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. Wie er sich eingebremst hat und jetzt am Ende noch Vollgas. Scheiße. Oder haben wir das nur eingebildet? Oh Mann. Ich find's nett, dass Arthur und John sich jetzt wieder besser verstehen. Ja, finde ich auch. Ein gutes Duo, finde ich. Soll ich zünden? Zündung! Oh yeah! Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money for safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Yeah! Huh?
Eieiei. Dem Arthur geht's nicht gut. Der gute Arthur. So, dann gehen wir mal dorthin. Das war komisch gemacht, das mit dem Zug auf jeden Fall. Das hätten sie besser machen können. Das sah schon irgendwie witzig aus. Allgemein, warum überhaupt dieses Ding? Mitnehmen, weißt du, was ich meine? Hätten auch laufen können. Ich glaube, beim Laufen wäre es nicht so riskant gewesen. Das Ding ist sowieso weggeflogen. Das war ein bisschen komisch. Komische Entscheidung auch. Aber gut. Nicht alles hinterfragen. Es ist nur ein Spiel. Oh, hier kann ich. Oh. Janerstamm. How. Jetzt muss er How sagen. Hey there, partner. Whatever you're looking for, this isn't the place. War einfach für den dramatischen Effekt. Ja, aber dass er auf einmal so da hinten schleicht, der Zug. Die Zelte sind voll schön, ja, finde ich auch. Da ist er zu Hause. Hallo? Kann er nicht anklopfen. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. Very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn,
He talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I suppose there's much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Klar. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Any assistance would be much appreciated, Mr. Morgan. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. See? What's left of that bridge over there? I heard about it being destroyed. Do you know if that was also my son's doing? No, I'm pretty sure he had nothing to do with that one. Well, I fear they will find a way to blame it on us anyway. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Yeah! Go on, get out of here! Good. There was no need to harm them. Die Musik. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. How much you know about Dutch? A little. Mostly what Charles told me. For years. He was the best man I knew. But he's been unraveling for some time now, and I ain't sure there's any going back at this point. Hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Fallender Regen, fliegender Adler. This is what I was looking for. English Mace. Der hustende Arthur. Okay, let's continue on. What was you talking about before? It took a long time for me to learn that you could never change a person. We only become more who we really are. Perhaps you see that with him. Just as I see it with my son.
Dutch has got this crazy plan that if we create enough noise and chaos, we'll be able to escape and go somewhere far away where no one will find us. I worry a lot of folks are gonna get caught in the crossfire, including Eagle Flies. So what can we do? I ain't quite sure. Just wanted you to know the situation. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Be careful. There are some steep turns up ahead, but the views are beautiful from up here. Wäre eventuell sein Indianername. Ah, ich kann noch was fangen. Wait, stop here. Arthurs Sohn. I want to pick some ginseng. Arthurs Sohn? Was für Arthurs Sohn? Will combine well. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Das ist aber nett. Mix these together. It tastes awful. But it'll help to keep your strength up. Oh. All right, let's go. Ich kann nicht mehr. Das hätte mich jetzt interessiert. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think it, if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Wunderschön. Komm schon, ey, komm schon. Ups. Ja. Oh. Arthur hat ein Kind? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber da stand Arthurs Sohn vorhin. It's just up ahead. Ich konnte drüber reden, aber ich habe es irgendwie verpennt. Das hätte mich schon interessiert. Vielleicht. Oh. It can't be. Oh. No! They destroyed everything. I need to find the Chinupa. Who would do this?
Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Tanupa is gone. Of course. What? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Jo, mach das Google mal. Whiskey. Bastards are having a party up here. Okay. Okay. Let me give this some more thought. Thank you, Mr. Morgan. There's some logs here they must have used as kindling. Zack Riba hat schon wieder gewonnen, das gibt's ja nicht. Der gewinnt nur noch. I found something. Sure looks like they was doing some drinking. I see no end to any of this. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chinupa. Hier hinten ist noch einer. Noch eine Flasche. There's some whiskey here. Look there. Smoke. Da unten. Do you have any binoculars? Das ist das Indianerdorf da unten. Oder? Na, ein Lager. Oh, there they are. These brave men. Ich sehe da nichts. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. No, they've taken the last hope. Ich habe was gefunden. Soll ich es dir sagen, oder willst du lieber nicht wissen, was es mit dem Sohn auf sich hat? Na, sag noch nix. Sag noch nix. Not if I get it back. Get it back? Klar. I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go. They know why you'd come. I don't have any money. No, I don't need your money. Geht aufs Haus. Please see if they have our sacred items. But try not to hurt anyone. I'll try to ensure that they never even know I'm there, but actions don't always go the way you plan. Vielleicht kommt ja noch was. Okay, vielleicht kommt noch was, irgendwas wegen Arthurs Sohn. Aber das hätte mich jetzt interessiert. Aber ich hab's verpennt. Ich konnte es nicht mehr aktivieren. Das ist aber gemein, dass es nur so eine kurze Zeitspanne war. Ja. Easy.
So, ich werde versuchen. Boah, wie soll das gehen, ohne entdeckt zu werden? Monroe went to West Point. Favors never made it. Yeah, I'm sure. Engines. Just seems so silly, though. I know. Who wants to fight them? Who cares? My uncle married an Indian anyway. She seemed nice enough. An Indian? Sure looked like one. I'm up near the Canadian border someplace. What's that? They got Indians in Canada. Something's over here. Fuck. We got an intruder. Stop him. I heard something. Get out now. Oh. Damn it. So viel zu leise. Meine Güte. Der wird nicht zufrieden sein mit mir. Ja, was soll ich machen? Ah, warte, ich lass mich töten. Scheiße! So, jetzt müssen wir es gleich anders machen. Gleich mal die Karte größer. Damit man mehr sieht. Und nur weil ich die Schatulle aufgemacht habe. Oh fuck. Nicht runterrutschen, nicht runterrutschen, das ist so laut. Wenn ich die Schatulle aufgemacht habe. Hä? Was ist jetzt? Oh, das gibt's ja nicht. Fragt sie nur, wo das Ding ist. Ich werde es vielleicht mit meinem Adlerauge erspähen. Oh, da kommt einer. Was ist das? Ernsthaft. Ich bin schon wieder am Arsch. False alarm, nothing here. Oh, wie soll ich das finden? Oh mein Gott, das ist dort. Was? Hat was gehört. I think I saw someone. Fellas, over here. Take your hands off that. This is where you Wie schwer ist das bitte? Niemanden zu töten? Das ist ja unmöglich. Kehre zum Militärlager zurück. Hole die heiligen Gegenstände.
Alter, vielleicht jetzt. Jetzt, wo sie mich nicht sehen. Ah, die sind jetzt alle in Alarmbereitschaft. Jetzt ist ganz schlecht. Habe ich das Ding? Nein. Hä, was ist denn jetzt? Jetzt wird mir gar nichts mehr angezeigt. Irgendwas stimmt nicht, oder? Irgendwas ist schon wieder verbuggt. Irgendwas ist schon... Ja, ich lass mich wieder töten. Maybe God will have mercy. I won't. Here's Sirin. Duck. Jetzt wurde mir gar nichts mehr angezeigt. Ich probiere es mal von Norden. Uiuiui. Die Truhe wird mir die ganze Zeit angezeigt. What's that? Ach komm, das kann ja nicht sein, dass er mich gehört hat. Das gehen. Mais. Gib dir das. Das ist doch nicht wahr. Hey, I heard something. Huh? Stop it! Over here! That's it for you! Das ist doch nicht wahr. Das ist doch hier drin, oder? Wenn der mal nicht buggen wird, der Käse. Oh Mann. Das muss doch irgendwie lautlos funktionieren. Das kann nicht sein. Hey, I heard something. Wo hat er was gehört? Das gibt's nicht. Okay, das ist gewollt. Das ist auf jeden Fall gewollt. Bitte lauf jetzt nicht wieder
Das ist doch nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Das ist unmöglich. Ohne Scheiß jetzt. Das ist nicht wahr. Ja, der muss aufstehen. Sonst geht's nicht. Nein, nein, du hast niemanden gesehen, fuck you! Warum rennt der immer gegen diesen immer gegen diesen Stuhl? Immer gegen diesen... So läuft das! So, so! Scheiße! Jetzt tötet mich doch endlich, ihr Säcke! Oh. Müde. Arthur müde, Arthur schlafen. Wie mache ich das? Ich muss die erschießen. Anders geht's nicht. Wenn du da ständig gegen den Stuhl rennt. So leid es mir tut. Anders geht's einfach nicht. Ich sag euch. Ich hab was gehört. Deswegen muss ich gegen den Stuhl laufen. Am Anfang haben die noch geredet. Hey, I heard something. Ja, hast schon wieder was gehört. Jetzt muss er wieder gegen den Stuhl laufen. Oder? Na sicher muss er wieder gegen den Stuhl laufen. Irgendwas stimmt nicht. Ohne Scheiß jetzt, das kann nicht sein. Ja, war nichts. Was soll ich machen? Das ist einfach so lächerlich. Es ist die Truhe. Es ist die Truhe. Aber sobald ich die aufmache, hört das der eine? Ja. Ohne die heiligen Gegenstände. Der Sarg. Der Sarg. Einfach umgehauen. Muss sie wegtreiben. Raus aus dem Lager. Kommt, geht raus aus dem Lager, ihr Säcke. Genau, kommt hierher. Come on. Wo ist denn dieses? Oh, da ist es. Das ist es. Heb's auf und lauf, du Sack. Und geht schon.
Es war doch nicht die Truhe. Trotzdem war es verbuggt. Trotzdem war es verbuggt. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Yay. Finally. Please tell me you found it. Klar. Here. Für dich immer doch. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? No one was killed. Well done. Well done. I wish my son knew such restraint. My people owe you a great debt, and I'm giving you very little. But please, take this. We believe it to be sacred. Thank you. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him. Or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Gut, dann haben wir das auch. Und wir haben einen neuen Talisman oder sowas. Das war's doch, oder? Was uns gegeben hat. Gut. Oh, wir sind bei 70% mit der Story. Heieiei. Langsam. Aber sicher. Neigt es sich dem Ende entgegen. Captain Monroe. Da werden wir das nächste Mal hingehen. Weil für heute mache ich Schluss. Für heute reicht es.